drückst du beim Singen? Heute gibt es dazu meine ganzen Ansätze, warum du beim Singen drückst. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start. Und heute sprechen wir über das Thema, warum du drückst beim Singen. Dazu gibt es bereits ein Video, wo ich schon ganz, ganz viele hilfreiche Tipps euch gegeben habe, woran das liegen könnte, ob du drückst, ob du wirkst, ob du dich hochzwängst. Schaut euch auch nochmal dieses Video an, denn da sind auch nochmal richtig geile Tipps mit dabei. Nummer 1. Warum drückst du beim Singen? Und wir fangen mal mit dem Allereinfachsten an, bevor wir so richtig thematisch werden, ist, du hast grundsätzlich einen falschen Song zur Hand. Jeder von uns hat einen Bruch im Register und nicht nur einen, sondern mehrere Brüche. Ja, ganz häufig ist es so, wenn der Bruch einsetzt, das Passaggio, dann will man in die Kopfstimme gehen, automatisch. Viele versuchen sich aber noch diese paar letzten Millimeter hochzuzwängen mit ihrer Bruststimme. Ja, natürlich kann man auch diesen Passaggio, diesen Bruch umgehen, indem man mit Mix singt oder anfängt zu belten. Also das heißt, mit Technik kann man diesen Passaggio umgehen, man kann ein paar Töne weiter erweitern, aber das kann man wirklich nur mit Hilfe von einem Vocal Coach. Viele von uns sitzen also dann da und singen dann Never Enough von The Greatest Showman zum Beispiel. Dazu gibt es übrigens auch ein Tutorial, fällt mir ein. Singen dann Never Enough und kommen dann nicht in diese Bruststimmtöne, sondern brechen in die Kopfstimme. Und das wollen viele nicht, weil ihnen die Kopfstimme zu unangenehm ist oder es ist nicht sauber, es klingt nicht gut. Und dann beginnt das Drücken eigentlich schon. Das Drücken, dass man echt diesen letzten Part Never Enough mit der Bruststimme singt. Das klingt dann ungefähr so. Never enough! Ja, so klingt Drücken. Das klingt natürlich nicht so geil. Das solltet ihr natürlich nicht machen. Und was passiert hier, ist, dass die Stimmbänder jetzt mit einem Druck arbeiten. Das heißt, auf den Stimmbändern wird jetzt ein großer Druck erzeugt. Auf den falschen Taschenfalten. Die falschen Taschenfalten machen jetzt auch noch mit. Dann wird der Kehlkopf hochgeschossen und nach oben gedrückt. Und man will ja in diese Tonlage. Und gleichzeitig spannen sich die Bauchmuskeln an, und zwar doppelt und dreifach, weil es muss ja von irgendwo unterstützt werden. Und das heißt, das ist eine Überspannung, die jetzt erzeugt wird. Und das führt dazu letztendlich, dass mitunter gedrückt wird. Das heißt also, richtige Songauswahl. Ja, wenn du keine Ahnung von Technik hast und du bist dann noch neu in diesem Feld, dann ist das Allerbeste, was du machen kannst für deine Stimme, bevor du dir einen Coach suchst, ist, dass du erstmal normale Songs singst, die bequem für dich sind, wo du nicht drücken musst. Ja, das würde ich dir erstmal empfehlen. Nummer 2, ganz viele auch gute professionelle Sänger merken es nicht, wenn sie relativ schnell aus der Puste sind beim Singen, weil sie zu viel drücken, und zwar mit dem Zwerchfell. Dort ist eine Überverspannung oder Überanspannung, die erzeugt wird, weil viele denken, ich brauche jetzt Support, ich brauche Unterstützung, weil ich singe jetzt diese krassen Noten, ich habe jetzt so viel Bruststimme, dann wird automatisch gedrückt. Jetzt vielleicht nicht mehr hier so viel, sondern woanders vom Körper, und zwar vom Zwerchfell. Und das führt zu einer Überspannung und Überdruck auf den Stimmbändern. Und ganz häufig erleben professionelle Sänger oder gute Sänger, dass sie dann während des Singens müde werden oder heiser. Sie kommen nicht durch den Song, weil sie einfach zu viel Energie verballern, weil sie einfach zu viel Druck ausüben auf den Stimmbändern, wo es eigentlich nicht notwendig ist. Auch hier heißt wieder mein Lieblingswort moderate Menge an Spannung. Das sind die womöglichen, das sind Konstellationen von Dingen, die du haben kannst, die dazu führen, dass du drückst beim Singen. Das ist der Kehlkopf, das kann auch zu viel Luft sein, die als Übergepäck jetzt fungiert. Das kann das Zwerchfell sein, andere Muskeln, die jetzt überstrapazieren, noch mehr Druck geben. Das kann auch das rapide Hochziehen sein, ja, mit dem Kehlkopf, weil man jetzt eine andere Tonlage hat. Also es gibt beim Singen nie eine richtige Antwort, sondern mehrere. Und wenn ihr natürlich wissen wollt, ja, wie ihr diese Probleme beheben könnt, dann würde ich sagen, dann schreibt ihr mich mal an. Sendet mir eine DM via Instagram und dann gibt es ein Video mit den ganzen Lösungsvorschlägen, Ansätzen. Oder ihr kommt direkt am besten in meinen Unterricht, weil da findet ihr heraus, wie wir gemeinsam das Ganze lösen können, was es für Ansätze gibt. Und schaut euch doch mal jetzt das Video nochmal dazu an, weil da ist auch nochmal ganz viel ausführlich erklärt und ja, viel begründet. Ich freue mich auf euch und ich sehe euch auf tanjalevivocalstudio.de oder auch auf meinem Instagram.